Kapitel 38. Wahnsinn und Vision. Plot-Duo-Duell. Aurora begann den Kampf von ihrer Seite sofort mit einem mächtigen Blizzard. Sie wusste genauso gut wie ihre Teamkollegen. Doch auch ihre Feinde, dass es effektiver wäre, erst einen der Gegner komplett aus dem Kampf zu nehmen, um sich anschließend dem oder den Verbleibenden zu widmen. Auf dem relativ engen Kampffeld gab es keine Möglichkeit für irgendjemanden, dem Blizzard zu entgehen. Dies machte den Angriff sehr riskant im Vergleich zu dem, was er wahrlich brachte. Denn nicht nur Auroras Feinde, sondern auch ihre Freunde waren betroffen, zumindest außerhalb eines Kampfringes. Amagaga und Kel spürten den Angriff beide kaum. Mashadow zuckte durchaus zurück. Aber Endynalos war der Einzige, der wahrlich unter dem Eissturm litt. Amagagas seltsamer Trank war für das Team an diesem Punkt auch immer noch ein Mysterium. Abgesehen vom Äußerlichen schien er nicht viel beeinflusst zu haben. Als jedoch Felsen aus dem Boden emporstiegen, erkannten sie, was der rote Trank Amagaga brachte. Auch wenn es vorher wohl schon offensichtlich war. Glühende Meteore stiegen hervor, welche der Verräter an der Ligaspitze nun zum Angriff nutzen wollte. Sein derzeitiger Trank hatte ihm einen dritten Typen gegeben, den Feuertypen. Und wenn hierdurch auch seine Angriffe zwei Typen hatten, Gestein und Feuer, dann wusste Aurora, sie dürfte sich so einem Teil nicht einmal nähern. Wie sich dies allerdings gegen Kel verhalten würde, war ein weiteres Rätsel. Endynalos nutzte die Zeit, um einen Angriff mit seinen altbekannten Orbs zu beginnen. Doch bevor sie auf dem Boden aufschlugen, zerstörte sein eigener Teampartner sie alle. Was zur Hölle, Amagaga? Wir sind ein Team, verdammt! Ja, aber ich will den dreien doch keine Orbs zukommen lassen. Am Ende nutzen sie das noch für sich? Lass es doch einfach. Du weißt selber, dass ich das gerne würde, Arschloch. Ich kann auch nichts für meine Herkunft. Jetzt spiel ja nicht die Rassismuskarte, Dean. Während diesem letzten Satz schleuderte er seine Felsen los, wurde jedoch nun von Mashadow überrascht, welcher sich im Schatten versteckt hatte und nun seine Chance sah. Auch mit drei Typen waren seine Hiebe immer noch extrem effektiv. Und offensichtlich schien auch Amagaga dies zu spüren. Kleine Steine splitterten von ihm ab und eine Wunde öffnete sich. Der Schmerz schien tief zu sitzen. In dem Moment, in dem auch Endynalos durch den Überraschungsangriff auf seinen Teampartner abgelenkt war, nutzte Aurora ihre Chance. Ihr Eisstrahl traf ihr Ziel kritisch. Und Endynalos schien bereits beinahe geschlagen zu sein. Amagaga, ausnahmsweise brauche ich mal etwas von deinem seltsamen Zeug. Hast du irgendwas zum Heilen? Dein Ernst, Dean? Warum sind deine Genesungen denn nicht ready? Hast du dich etwa nicht auf den Kampf vorbereitet? Der Zorn im Plotdrachen schien zu wachsen. Wieso zur Hölle sollte ich? Heute war kein Kampf geplant. Dein schwachsinniger Plan hat mich hierher gebracht. Kurz wirkte der Wissenschaftler nachdenklich. Nun, einen Heiltrank habe ich sogar dabei. Was für ein Glück, nicht? Sofort zog er seine Flasche aus dem Beutel. Doch anstatt sie seinem Teampartner zu reichen, schluckte er selber den gesamten Inhalt auf einmal. Was zur Hölle? Amagaga, du verdammtes Arschloch! Weißt du nicht, dass wir ein Team sind, verdammt nochmal? Es war keine Spur von Reue in den Augen des Verräters zu sehen. Auch wenn wir für dasselbe Ziel kämpfen. Ich brauche keine Mitlasten, Dean. Jeder steht für sich selber. Gerade jemand wie ich. Gewöhnliche Wesen halten nur meinen überlegenen Geist zurück. So weit ging Amagaga also. Er wies das eine Pokémon ab, welches ihm sogar helfen wollte. Hatte er nicht erst Hilfe rufen wollen? Offensichtlich hatte er seine Meinung sehr schnell geändert. Und auch der Betroffene schien dies zu sehen. Weißt du was? So sehr ich mich auch für die Blamage neulich rächen möchte, an der du sowieso eine Mitschuld trägst. Wenn du denn so sicher bist, dann gehe ich.
kümmere dich alleine um deine Angelegenheiten. Ohne weitere Worte verschwand er auf demselben Wege, auf welchem er gekommen war. Das Duell war soeben deutlich einfacher geworden. Und das durch Amagagas eigenes Verhalten. Jedoch schien es nicht, als würde sein Selbstbewusstsein irgendwie leiden. Stattdessen kramte er sofort eine neue Flasche hervor. Wie viele von den Dingern passten in den kleinen Beutel, den Amagaga bei sich trug? Probieren wir doch mal dieses Ding hier. Sofort nahm er wieder einen Schluck aus dem Behälter, ließ jedoch die Hälfte zurück. Langsam schien sich eine silbern glänzende Metallschicht um die Felshaut des Verräters zu bilden. Sofort sprintete Aurora nach vorne im Versuch, die Situation irgendwie ausnutzen zu können. Jedoch war ihr Gegner vollkommen für einen derartigen Versuch bereit gewesen und offenbarte so schnell, weshalb er dieses Mal nicht die gesamte Flasche genutzt hatte. Sofort schmiss er sie zu Boden, Zentimeter vor Aurora, und sie zerplatzte in metallische Dämpfe. Für einen Moment verlor Kell den Blick auf seine Teampartnerin, doch schnell hörte er keuchendes Husten. Die Dünste verzogen sich langsam im Wind des Meeres. Aurora hatte jedoch eindeutig einiges von den schädlichen Stoffen eingeatmet. Auch auf ihrem Feld zeigten sich Spuren des Gemisches. Kleine, metallische Splitter durchzogen es nun. Vom Kopf bis zu den Beinen. Amagaga, welcher inzwischen vollständig von einer eisernen Hülle umgeben war, sah seine Feinde in ihrem wehrlosen Zustand. Sein Gesicht war kaum zu lesen, dafür war die Silberschicht zu dick. Machado interessierte sich jedoch auch wenig für den Gesichtsausdruck, sondern eher dafür, in die Offensive zu gehen. Jedoch musste er feststellen, dass diese Verwandlung Amagagas etwas anderes war als ein schlichter Dritttyp. Während eine Kombination aus Eis, Gestein und Stahl Amagaga unsagbar schwach gegen Machados Kampfangriffe gemacht hätte, schien es, als würde die Hülle den Hieb geradezu abperlen lassen. Doch Kell bekam dies nicht mit. Genauso wenig wie Amagagas Gesichtsausdruck. Selbst Amagagas derzeitige Form hatte er nicht wirklich verarbeitet. Alles, was in seinem Fokus lag, waren zwei Dinge. Aurora und die Stimme. Die Stimme, die wieder schrie, laut, als würde ganz Kiratown sie hören. Die metallischen Splitter in Auroras Fell waren genau das, was Kell ertragen musste, als er in seinem Traum, seiner Vision der anderen Zeitlinie, was es auch immer nun war, endlich fündig wurde. Visionen des leblosen Vulnona-Kehrten wieder blitzten vor seinem Verstand auf. Doch eine Sache war anders als im schlechten Ende. Dieses Mal wusste Kell in seinem Inneren, dass Aurora lebte. Noch konnte die Stimme nicht die völlige Kontrolle übernehmen. Noch konnte die Plot Armor ihren Schutz aufrechterhalten. Noch war Kell er selber, auch wenn Hass nun seinen ganzen Körper erfüllte. Auroras Hals kratzte und immer noch bekam sie schwer Luft. Doch langsam beruhigte sie sich wieder. Ihre Umgebung kam nun wieder eher in ihr Sichtfeld und sie sah Machado, der sich mit Amagaga duellierte, wobei er jedoch eher chancenlos wirkte. Doch wie aus dem Nichts wurde der Stählerne von seinem Gegner weggestoßen, gefährlich nahe an den Rand der Klippe. Kell hatte sich in die Schlacht geworfen mit all seiner Kraft und scheinbar sogar mehr als nur das. Für eine Sekunde schien selbst Amagaga verunsichert, als er gegen Kells Druck ankämpfte. Bist du wahnsinnig? Willst du mich runterstürzen? Die Antwort sollte nicht als Wort folgen, sondern als Tat. Die Erde begann zu beben, Aurora und Machado fielen zu Boden, beide nicht erwartend, was geschehen würde. Amagaga stand deutlich fester. Doch für einen winzigen Moment schien er seinen Halt zu verlieren. Und in diesem Moment rammte Kell ihn mit voller Wucht. Einen Moment lang schien die Zeit zu stoppen, bevor ein lauter Knaller tönte. Erst fiel es Aurora schwer zu verstehen, was gerade vorgefallen war. In seiner Rage hatte Kell es geschafft, Amagaga von der Klippe zu stoßen, rund 25 Meter in die Tiefe. Doch auch ihr Freund selber war gestürzt. Sofort rannte sie an die Kante und blickte hinab auf den Strand,
dorthin, wo auch der Krater der Explosion war. Kell! Kell! Unten im Sand lagen zwei Pokémon, eines umgeben von einer silbernen Schicht. Kleine, gleichfarbige Splitter lagen verteilt über den Sandstrand. Die Rüstung von Amagaga schien stark angebrochen zu sein. Doch es schien nicht, als hätte das Pokémon selber relevante Verletzungen erlitten. Kell hingegen lag regungslos da, der Sand um ihn herum in einem roten Ton gefärbt. Vollidiot! Was erwartest du von einer derartigen Kamikaze-Aktion? Was denkst du, mit wem du es zu tun hast? Wieder kam keine Antwort. Keine als direktes Wort, sondern als Tat. Langsam und doch fest erhob Kell sich. Wunden übersäten seinen Körper. Jedoch spürte Amagaga im Blick seines Feindes etwas Eigenartiges. Amagaga, es ist mir egal, wie viel ich ertragen muss. Ich weiß alles, was du vorhattest. Ich musste ein Ende erleben, in dem du erfolgreich warst. Du selber bist nicht bereit für das, womit du dich anlegst. Nicht nur Aurora würde sterben, hättest du Erfolg. Nein, alle würden sterben. Epsilon, du, Mashadow, Monagoras, Elementara, Zoroark, jedes einzelne Pokémon. Wovon zur Hölle redest du? Es war beinahe, als hätte Kell kein Wort gehört. Mir ist es egal, was ich dafür tun muss. Das Einzige, was zählt, ist, dass du das endlose Fegefeuer allein musst. Der Kampfschrei eines wahren Löwen erklang, bevor Kell angriff. Oben auf der Klippe wirkte Aurora panisch. Wir müssen da runter, Mashadow. Kannst du uns irgendwie runterbringen? Mit deiner Schattenreise, schnell! Entgegen ihrer Erwartungen traf sie auf Widerstand. So dämlich das jetzt klingen mag. Ich würde mir eher Sorgen um Amagaga machen als um Kell. Wenn ich sehe, was dort gerade passiert, sollten wir uns besser raushalten. Wieder blickte das Vulnona nach unten, um zu erblicken, was genau Mashadow meinte. Dort sah sie, wie Amagaga versuchte, sich einem wahren Inferno zu widersetzen. Kein Inferno-Sturm, doch massive Flammen. Und die wenigen Angriffe, welche Amagaga während dieses Sturmes schaffte zu feuern, schienen vollkommen wirkungslos. Die metallische Schicht war inzwischen dahingeschmolzen und jede Kontrolle über das Geschehen des Fossils mit ihr. Was auch immer derzeit geschah, es war nicht Teil von Operation M gewesen. Und genauso wenig sollte Kell ein derartiges Verhalten an den Tag legen. Es war schlicht nicht normal. Dieser brennende, hasserfüllte Blick, diese Ignoranz, gefühlt gegenüber jedem Schmerz. Was war geschehen? Kell. Mit jedem Mal, dass Amagaga den Namen aussprach, schien sein Wahn ein wenig zu schwinden. Seine Stimme wurde wieder normaler. Wieder zu dem Amagaga, welchen Aurora als Freund kennengelernt hatte. Was auch immer mit dir los ist, es darf nicht sein. Ihr haltet mich für einen Psychopathen und das mag sein, aber hast du dich selber einmal gesehen in dem, was du hier tust? Hörst du mich überhaupt oder hat dein Irrsinn völlig die Kontrolle übernommen? Kell gab ihm dieses Mal tatsächlich eine Antwort. Jedoch eindeutig nicht, was Amagaga hören wollte. Es ist alles egal. Wen interessiert, was in mir abgeht? Bin ich wahnsinnig? Nein. Ja, vielleicht. Wen juckt's? Die Hauptsache ist, dass du stirbst. Denn selbst wenn ich wahnsinniger bin als du, ich könnte niemals jemand anderen dafür quälen, foltern, umbringen. Ein weiterer Hieb folgte, welcher vor der felsigen Haut des Verräters nicht Halt zu machen schien. Wie im Schock zog er sofort eine neue Flasche aus seinem Beutel. Was auch immer du bist, bleib mir vom Leib, so etwas mache ich nicht mit. Als das Glas den Grund berührte und zersprang, setzte sich Rauch frei, welcher den gesamten Strand erfüllte. Als dieser sich verzog, war Amagaga spurlos verschwunden. Kell, bist du in Ordnung? Erst jetzt bemerkte das Löwen-Pokémon seine beiden Freunde, die nun neben ihm am Strand standen.
Mit Amagagas Verschwinden und ihrer Anwesenheit begann die Stimme langsam abzuebben. Das Brennen verschwand aus Kells Augen, als er so langsam begann zu spüren, wie sehr ihn der Kampf mitgenommen hatte. Ja, es geht. Ging mir schon besser. Für einen Moment kehrte Stille ein. Aurora versuchte, diese zu durchbrechen. Sag mal, Kell, woher genau wusstest? Jedoch stoppte ihr zweiter Teampartner sie. Wir sollten uns erst einmal um Monagoras kümmern. Danach können wir reden. Außerdem brauchen wir alle, vor allem Kell, wohl erst einmal einen Moment Ruhe. Deswegen lasst uns einfach zum Turm gehen und die ernsten Themen später bereden, ja? Wenn auch nicht ganz zufrieden, stimmte Aurora zu. So sehr sie auch mehr wissen wollte, so sehr sie sich auch sorgte. Denn es war für sie eindeutig. Mit Kell stimmte irgendetwas ganz und gar nicht.